Molto saluti a tutti i miei amici di Savona, e special de Fulvio Berti, presidente e ex-presidente, e Alberto, segretario IPA Savona. Un saluto e special. Grazie. Vi ringrazio di questa accoglienza, è la prima volta che veniamo a Colonia per il Carnevale, speriamo di ritornare anche l'anno prossimo. Grazie. Entschuldige. Also, wir sind sehr, sehr froh, in Köln zu sein. Das ist nicht das erste Mal, aber die vierte Mal, dass Sie sind alle hier und eine große Grüße aus Italien. Alle Freunde aus Italien. Un clown, was heißt das auf Italienisch? Un clown de Colonia con la città de Colonia. So. Auf unsere lieben Freunde aus Italien, aus Savona, aus unserer, nicht nur Partnerschaft, auf Gemellaggio, das heißt Verbrüderung. Und seit dem Jahr 2000 sind wir verbrüdert mit Savona. Wir haben da das Rathaus besucht, erstürmt, und haben dort eine super Party gemacht im Jahr 2000, 2001 bei uns im Kölner Rathaus. Und nach 5 Jahren das erste Jubiläum haben wir zusammen gefeiert. Erst in Savona 2005, 2006 wieder im Rathaus. Und jetzt seid ihr auf der Bühne, unsere Freunde aus Savona. Einen tollen Applaus. Und darauf muss die zweite Rakete heute Abend kommen. Auf die Freunde aus Savona. Eine Rakete, die Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Zum Abschluss jetzt hier ein 3-mal Köln! Savona! IPA Colonia! Grazie! Und womit können wir das hier stoppen? In Begleitung von seinem Sekretär Jochen Zwieter und Gerd Schuber, die Repräsentanten der IPA Düsseldorf. Was wäre der IPA-Karneval hier im Saal ohne unsere Freunde aus Düsseldorf? Jedes Jahr, nicht nur im IPA, beim IPA-Ball. Die Düsseldorfer sind auch am großen Montagszug regelmäßig, wenigstens mit 10, 20 Leuten vertreten. Und das ist eine Verbindung, man glaubt es ja gar nicht. Wir trinken immer nur eine Sorte, nämlich was trinken wir da? Kölsch! Und die Düsseldorfer versuchen uns jedes Mal ihr Bier mitzubringen. Und das klingt nicht so richtig, aber der Jochen Zwieter, der versucht es jedes Jahr aufs Neue, und ich, Jochen, versuch's mal, aber nicht mit Alt. Okay, mein Freund, meistens habe ich ja doch damit Erfolg. Du weißt ja, was lange wird, ist alt mehr, nicht? Gut, aber ich finde das mal schön, dass wir bei euch wieder zu Gast sein dürfen, gleich jetzt ist Dankeschön. Wir haben uns auch bemüht, aus der Landeshauptstadt nicht nur die netten Grüße des OBs mitzubringen, sondern mit einer starkkräftigen Mannschaft hier zu sein. Und ich sage mal so, ja, was sind wir? 30? Ist doch schon mal ganz gut für den Anfang. Montag werden wir dann nochmal treffen. So, und warum kommen so viele? Weil einfach schön ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch die letzten Jahre vorher habe ich es ja gesagt, es ist auch ein persönliches Verdienst von unserem lieben Freund Manni Redinger, denn was wäre der Kölner IPA-Karneval ohne Manni, oder? Applaus mal für Manni! Ja,
gleich so richtig schön mit dem Karnevalshof funktioniert. Mal ganz kurz in Richtung Düsseldorf. Ich versuche das mal eben zu buchstabieren, dieses Wort. A-L-A-F-F, ne? Al-Aff, oder war das richtig, ne? Ja, so ähnlich, so ähnlich. Kriegen wir das hin in Düsseldorf in der Ecke? Na, ich bin mir noch nicht ganz sicher, das ist mal aber gleich noch los. Ja. Wir haben ja immer freundlicherweise jedes Jahr von Manni einen schönen Orden bekommen. Und diesmal haben wir uns gedacht, das machen wir dann mal umgekehrt. Jetzt bringen wir dir mal einen Düsseldorfer Karnevalsorden mit. Ja? Gut. Meine liebe Roswitha, darfst du mal, kannst du mal den Orden bringen? Und gerne, ich bitte mal ein Mikrofon. So. Ganz vorne. Ganz schön. So. Er versuchte es immer wieder, jedes Jahr Altbier mitzubringen, und jetzt ist der Versuch schon wieder geglückt. Aber wir haben ja dazugelernt, seitdem die Band vor 2 Jahren auch bei dem Versuch, dir ein leckeres Grüßchen aus der Landeshauptstadt in Form von Altbier zu überreichen, letztendlich heimlich gegen Kölsch ausgetauscht hat, haben wir gesagt, das machen wir jetzt mal ganz anders, dieses Mal in Form eines Ordens. Und ich gehe mal von aus, den trägst du auch bis zum Schluss der Veranstaltung, ne? Ja, aber die Düsseldorfer bringen nicht nur ihr Altbier mit, sie machen auch schon das ganze Jahr immer wieder was ganz Besonderes Leckeres. Nämlich, es gibt irgend so was Ähnliches wie Düsseldorfer Killepitsch. Killepitsch ist der richtige Ausdruck, aber es ist ein Eierlikör. Den kann nur die Roswitha machen. Die hat uns seit Jahren mit dem Eierlikör versorgt. Und sie bringt ihn wahrscheinlich am Montag auch wieder mit zum großen Montagszug. Und ich denke mir, die Roswitha, die muss mit in den Kreis kommen. Die kriegt jetzt mit noch zusätzlich von ihr für den wunderschönen Eierlikör. Okay, muss ich den Bier noch einen mitbringen? Wunderbar. Diese drei hier auf der Bühne als Vertreter von Düsseldorf. Ich denke mir, die haben noch was verdient, nämlich, dass wir sie vernünftig hier verabschieden und dass wir sagen, schön, dass ihr Düsseldorfer da seid, schön, dass wir als IPA-Freunde nicht nur uns mal gegenseitig festnehmen in irgendwelchen Aktionen, ja, sondern dass wir uns hier oben als echte Freunde zusammenstehen. Und echte Freunde, denke ich mir, unter IPA, die stehen jetzt hier auf der Bühne. Und meine lieben IPA-Freunde, ich verabschiede euch mit einem dreimal Kölle! Ja, vielen Dank. Und Karte mit Stolz, der schöne Orden, ne, von Köln. Ja. Übrigens, wir haben einen Orden von Düsseldorf, von eurem Prinzen. Ach. Ja, ja. Festchen und da. So, jetzt geht's direkt weiter. Programm, ich muss mich gerade mal ein bisschen entblättern.